Hi, weiter geht's bei Skies. Heute machen wir eine komplette Questline fertig, also wenn's klappt. Und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. So, ich habe hier schon was vorbereitet. Ich habe hier ein paar Kabel hingezogen und Platz für 8 Maschinen. 8 Maschinen, die wir gleich bauen werden hoffentlich, denn es wartet in Thermal Expansion auf uns. Damit können wir nachher auch noch ein paar andere Sachen machen, aber zumindest, dass wir die Maschinen erstmal haben und stehen haben und vor allen Dingen auch da stehen haben, wo die vielleicht dann auch zum Ende hin bleiben werden. Dass wir jetzt hier so ein Gebäude nachher bauen und an der Wand ist halt Thermal Expansion. So, wir brauchen jetzt allerdings ein paar Maschinen. Ihr wisst, worauf es wieder hinausläuft, oder? Wir craften wieder ohne Ende. Also los geht's. Obwohl, so viel auch nicht, glaube ich, ne? Wir brauchen jetzt davon, glaube ich, 8. Mist, habe ich nichts. Ich brauche dann 8 Tin-Gears. Das war schon geil, dass wir einfach so viel Zinn und Tin und alles andere schon haben. Ne? Das war echt schon gut. So, wir brauchen dann Copper-Gears. Ich mache jetzt auch... Vielleicht mache ich auch einfach mal mehr davon, oder? Gerade auch Tin-Gears. Die brauchen wir doch bestimmt auch gleich nochmal mehr. Nochmal 16 davon, 12 davon. So, Redstone Flux Coil mache ich mal 10. Dann haben wir noch Pistons. Pistons haben wir doch bestimmt schon fertig. Wenn nicht, haben wir jetzt nochmal ein paar mehr. Den haben wir dann soweit. Davon machen wir jetzt mal 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchen wir mindestens, weil wir 8 Maschinen haben. So, nächstes Ding. 1, 2. Da brauchen wir Lumium. Lumium ist auch relativ fix gebaut. Fire Charge kriegen wir so hin. Ich mache mal ein paar mehr. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Davon würde ich jetzt nicht zu viele bauen. Nicht, dass uns dann nachher die Rohstoffe fehlen. So. Und da brauchen wir erstmal 2 Lumium Gears. Ach, für den Pflanzenwachstum. Für die Pflanzenwachstummaschine. Vielleicht machen wir damit auch eine Farm. Voll gut. Oh, Packed Ice. Oh, ich glaube, da haben wir ein Problem mit. Inver brauchen wir noch. Dann sogenannte Inver Gears. 3. Was ist der denn? Ah, ja, gut. Ich habe 12 gemacht, ne? Und jetzt brauchen wir nur noch Eis. Normales Eis mit Pure Daisy zu Packed Ice. Mit dem Fan bekommen wir Wasser zu Eis. Und wenn wir Wasser, Pedestal Raking Reserve Block, ach so, einfach auf Wasser drauf? Mit einem, kann man auch machen, ne? Aber wir können auch einfach so einen Fan machen. Einfach ist gut. Haben wir noch einen Fan? Glaube nicht. Deswegen machen wir noch einen. Och nee, wir haben ja alles abgerissen, ne? Oh nee. Ich hoffe, wir können das bauen. Oh doch, wir haben noch welche. Nice. So. So. Dann brauchen wir ein Bucket. Da haben wir sogar noch 2. Und jetzt müssen wir das Ganze antreiben lassen. Vor irgendwas, wo wir dann so ein Ding haben, auf jeden Fall. Aber das dauert nicht zu lange. Stand das dabei, wie lange das dauert? Weiß ich gar nicht. Das ist so schnell. Ich glaube, das reicht nicht. Top. Gut geklappt, Peter. Der pustet, aber sehr, sehr langsam, ne? Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich glaube ja nicht. Es blubbert auf jeden Fall. Wie schnell muss das denn sein, damit wir Eis rauskriegen? Stand da nichts bei? Hier Eis. Oh, warte mal, kriegt man auch noch anders. Man kann es craften. Oh, wenn wir Schnee... Ah, ne, brauchen wir noch so einen Katalyst? Hä? Ah, ne, warte mal, normales Eis, ne? Normales Eis? Entropy Manipulator. Entropy Manipulator. Entropy Manipulator? Kenne ich gar nicht. Ich glaube, das war falsch, ne? Ah, das ist natürlich doof jetzt. Und wenn, ist es viel zu langsam. Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Packed Ice bekommen wir wie? Wasser. Ach nee. Wir müssen Wasser blasen auf einen Eisblock, damit wir dann Packed Ice bekommen. Das habe ich ja voll nicht gesehen. Aber es gibt doch den Entropy Manipulator, oder? Den Manipulator, da ist er. Vielleicht kann man den ja bauen. Brauchen wir mal ein bisschen Fluix Dust. 1, 2, 3, 4. Wie kriegen wir Fluix Dust? Bestimmt in den Crusher rein, ne? Gut aus. Ist crushed. Fluix Dust kommt. Wir probieren aus, den Entropy Manipulator. Für normales Eis. Shift-Right-Click auf Wasser. Ja, sieht gut aus. Aber wir bekommen das dann abgebaut. Oh, und dann mit dem... Ja, ich glaube, ich weiß wie. Da ist es. Ich glaube, ich weiß wie. Habe ich noch nie benutzt, dieses Gerät. Aber ich bin sehr gespannt, was das kann. Top. Kann ich das hier laden, bitte? Oh, ich kann es laden. Oh, ja. Okay, warte. Kurz überlegen. Ja, genau. Deswegen, der Fan war bestimmt gar nicht so blöd. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, pass auf, wir brauchen noch so eine Gearbox. Eine Gearbox und ein Bar. Dann nehmen wir den raus. Jetzt bin ich so gespannt, ne? Wie gesagt, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob der neu ist. Schreib ganz gerne mal rein. Ich habe ihn noch nie gesehen vorher. Vielleicht auch doch, habe ich nur verdrängt. Der ist da, der ist da. Dann ist er zumindest schon mal ein bisschen schneller. Dann packen wir den hier drauf. Da kommt Wasser hin. Da kommt das hin. So, da kommt jetzt ein Eimer Water hin. Und wenn wir jetzt hier einen Eimer Wasser drauf packen und machen den mit dem Manipulator... Cool, ich habe eine unendliche Wasserquelle gemacht. Mit dem Manipulator so. Dann ist jetzt irgendwas passiert. Ich weiß nicht was. Ach, Shift-Right-Click. Oh, es klappt einfach. Und wenn das jetzt zu Packed Ice wird, ist alles richtig gemacht. Ja, ich glaube, der muss sich viel schneller drehen, damit das funktioniert. Wir haben aber noch eine Silk-Touch-Schaufel. Das heißt, wir brauchen gar nicht das Gebläse, ne? Oh, warte mal. Na, sieht gut aus, weil wir können das ja auch so craften, glaube ich. Warte.
Wir brauchen jetzt nur eine relativ große Fläche, die wir einmal bewässern. Da ist schon so viel Wert hier, das Ding, ne? Müsst ihr nur mal beleuchten hier, den ganzen Bereich. Wollt jetzt nicht den Fluss oder den Teich da einfrieren. So, und wenn wir das jetzt umcraften zu Packed Ice. Aber der Manipulator ist ja geil eigentlich, ne? Habe ich so noch nie gebraucht, aber ist ganz cool. Und wieder was gelernt, dass wir dafür eine höhere Geschwindigkeit brauchen. Okay, wir haben den Blast Chiller. Next, Magma Crucible. Brauchen wir Nether Bricks. Nether Bricks bekommen wir aus Netherrack im Ofen. So viele brauchen wir gar nicht, ne? 1, 2, 3. Ne, war das der Crusher? Entschuldigung. 1, 2, 3, 4. Damit kriegen wir einen Block hin. 1, 2, 3. So, geht relativ fix. Und haben wir. Ah ja, ganz kurz nochmal, wer City Skylines sehen möchte, der ist auf meinem anderen Kanal DBSim gut aufgehoben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und es kommt ja bald City Skylines 2 raus und deswegen auf jeden Fall abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Lohnt sich richtig. Das nochmal ganz kurz dazu, wir brauchen noch mehr Invar. Warte, wir brauchen jetzt wieder mehr von den Fire Charged. Und dann brauchen wir wieder mehr Invar. Und dann brauchen wir noch ein Invar Gear. Und dann können wir den Magma Crucible bauen. Und eine Sawmill, dafür brauchen wir ein Sawblade. Auch relativ easy gemacht. Induction Smelter, brauchen wir wieder Invar Gears. Gut, dass ich die gebaut habe. Und einen Blast Furnace. Brauchen wir normalen Furnace. Und noch so Steine, ne? Da haben wir sie. Smooth Stones. Also Induction Smelter, zack. Und auch fertig. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sind ja nur 7. Toll. Der Machine Frame war verwirrend. Dann nehme ich den mit und steht der da einfach. So, dann noch ein Lapidary Dynamo mit einem Goldgear. Haben wir auch Dynamos. Und jetzt sollen wir noch diese Hardenet Integralkomponenten bauen. Ach, man ist schon wieder Invar. Damit kann man quasi Upgrades in die Maschinen packen. Und nicht zu knapp. Brauchen wir da Glas, ne? Wie ich immer alles verballer. Wie ich immer alles verkrafte. Jetzt kommt das herein und schon haben wir ein Hardenet. Dann ein Reinforced. Oh, da haben wir mal gar nichts von. Signalum Ingots. Ah ja, chillig. Wie geil das einfach ist, dass man einfach alles bauen kann. Ich denke mir immer so, bitte lass das gehen. Bitte lass es noch bauen. Lass so viele Materialien da sein. Und dann nur noch Elektrum. Das ist auch geil mit dem Fire Charge, ne? Da geht ja richtig schnell. So, das ist jetzt ein Dreifach. Das ist ein Zweifach. Scale Factor steht da drin, da. Ja, steht Scale Factor. Das ist Dreifach, das Vierfach. Das ist das Dickste. Das ist aber auch das Teuerste. Da brauchen wir Lumium Gears. Oh ja, gut, dass wir davon ein paar mehr gemacht haben. Und dann nur noch Enderium. Oh, da brauchen wir Diamond Dust. Diamond Dust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir mal ganz kurz die Maschinen aufstellen. Passt auf. Das ist voll geil jetzt. Wir haben einfach alle Maschinen gebaut, die es gibt. Manche sind echt cool. Mit manchen arbeiten wir auch schon jahrelang zusammen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ich weiß, es ist keine Maschine, aber das ist halt jetzt da, ne? Induction Smelter nicht. Wir brauchen den Pulverizer. Pulverized. Sollte reichen, warte. Reingehen, das gehen, da. Klicken. 4. Enderium Ingots. Die waren früher echt mal schwer herzustellen. Wollen wir noch Hardenet. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Sand. Aber Sand haben wir genug hier hinten. Die müssen wir eigentlich auch mal anschließen, die Dinger hier. Dann machen wir da auch einfach diese Draw hin und machen da noch einen Draw-Controller dran und am zack, ganz im E-System oder so. Voll gut. Hardenet. Hardenet. Wäre auch eine gute Glassorte für unser Gebäude. Und Achtung. Komm, mach. Mach den Sound. Was habe ich vergessen? Glaube doch nicht. Oh nein. Also ohne Witz. Ich habe alles markiert und wir haben wirklich alles gebaut. Bis auf das Ding gerade sehe ich. Aber das hier kam noch dazu. Das ist ja voll gemein. Wir sollen noch Augments bauen. Okay. Das kommt alles weg. Aber was auch gut ist, hier werden die ganzen Dynamos beschrieben, was man damit machen kann. Disenchanten, Gourmet, Lapidary, Numinisk, Magmatic und Compression Sterling. Richtig gutes Ding einfach. Achso, das sind im Grunde Generatoren, die mit den Sachen Energie produzieren. Jetzt erstmal Folgendes machen. Wir brauchen ja noch das. Und davon haben wir nix. Eine Multi-Servo-Press von Thermal Series. Haben wir nix. Dafür brauchen wir noch Bronze. Jetzt wird's doch komplizierter als gedacht. Konstantan. So, jetzt habe ich mal A24 gebaut. Irgendwie habe ich davon ganz viel geil. So, Konstantan. Dann machen wir Konstantan Gears. Oh, warte mal, dann kann man das doch so cooler hinbauen, ne? Richtig geil. Oh, warte. Dann haben wir noch Maschinen von Thermal Series. Na, dann reicht das ja gar nicht. So, Multiservo-Press. Und da brauchen wir jetzt Folgendes. Was brauchen wir da denn? Let it go. Ich mach mal, ne, 64 mache ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen too much. So vielleicht 16. Und hier ein Augment rein, damit das halt ballert. Habt ihr gesehen, geht direkt schneller. Und ich habe Hunger. Meinen Rucksack habe ich immer noch nicht eingerichtet. Das ist echt ärgerlich. Redstone Servo. Den Catalytic Reclamation Chamber. Catalyst Usage. Process Energy. Ach so. Dann geht mal 0,8. Dann geht die Maschine schneller, ne? Und den Auxiliary Reaction Chamber.
Oh Mann, schon wieder andere Sachen. 1, 2. Haben wir. Hardenit. Denk mal, 4 gemacht wieder. Und Signalum Plates. Signalum Plates kommen hier rein. So, Signalum Plates. Die packen wir jetzt mal ganz kurz hier in dieses Rezept rein. Fertig. Dann haben wir den noch. Das ist auch relativ kompakt. Ah, da brauchen wir normales Glas. Electrum Gear wieder. Es hört nicht auf. Sondern Glas wieder, ne? Glas hatten wir hier nochmal reingetan. Genau, 4 vor allen Dingen. Redstone Flux Cell Frame. Und jetzt machen wir eine Batterie. Was ist denn Cured Rubber? Was ist das denn? Rubber? Aha. Wie geht das? Block of Rubber. Wir brauchen Vines. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wenn wir einen... Sind an Jungle Trees standardisiert die Dinger dran? Bestimmt. Haben wir noch Emeraldos? Oh mein Gott, wir haben richtig viele Emeraldos. Moin, haben wir einen Jungle Tree? Oder haben wir direkt Vines? Naja, Vines haben wir nicht. Aber wir haben bestimmt einen Jungle Tree. Dann brauchen wir eine Schere. Ein Stack, wie geil. Dann brauchen wir Water. Haben wir nicht. Ein Bucket, bitte. Brauchen wir mindestens 4 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vines drumherum und wir bekommen ein Rubber. Noch ein Rubber. Und dafür müssen wir das braten. Sieht irgendwie aus wie so Bohnen. Und fertig. Der will mich doch verarschen. Da kommen ja immer mehr Sachen. Flux-Coils. Die Sachen sind dafür da, damit die Maschinen effizienter laufen, was RF Capacity und Transferrate angeht. Sind aber auch relativ fix gebaut. Man kann auch erhöhen und ja, gibt verschiedene Dinge auf jeden Fall. Da haben wir es doch. Haben jetzt wirklich das komplette Chapter fertig? Bin gespannt. Das komplette Chapter Thermal Expansion in wenigen Minuten abgeschlossen. Und wir bekommen einen Haufen Kram. Wie cool ist das denn, du? Jetzt ist das auch grün. Das heißt abgeschlossen. Tschüss!